Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in der Kanalisation von Corines betreffs der Diebesgilde. Hier haben wir ja schon was erledigt. Und gucken wir doch mal ins Tagebuch rein, was wir denn hier noch als letzten Eintrag haben. Ich habe Nagur Lutherus Schatulle übergeben. Auf meinem Anteil kann ich wohl lange warten, hätte ich mir denken können. Vielleicht sollte ich wieder auf den Pfad der Tugend zurückkehren und Lord Andro von der Diebesgilde berichten. Ja. Gut. Auch auf Anraten von Alain hat er mir das mal schon im Voraus berichtet. Danke für an der Kommentar, wegen der Kommentargeschichte. Geschichte in meinem Kanal. Und auch natürlich herzlichen Dank für alle anderen Eintragungen. Jetzt sind wir hier bei der Hanna. Ich habe mir nämlich noch was aufgeschrieben. Moment mal, wie spät haben wir es eigentlich? Hätte ich vorher noch gucken können. Oh, 1.55 Uhr, das ist nachts. Wisst ihr was? Dann gehe ich erstmal schlafen. Und da haben wir es ein bisschen tagsüber. Oh, hier sind natürlich die ganzen Kartenspieler hier. Was willst du? Verdammt, was ist los? Ja, ich wollte euch jetzt nicht wecken. Ich hätte wahrscheinlich reinschleichen sollen und dann irgendwie das Bett. Ja, da, okay. Damit ich keinen aufwecke, ne? Das macht man ja auch nicht, wenn man verheiratet ist, denke ich mal. Zapp. Oder knallt ihr bei eurer Freundin ins Schlafzimmer und dann wacht die doch auch auf, oder nicht? Na gut, okay. Dann schauen wir mal. Aufgeschrieben habe ich mir noch, weil ich ja im Schnitt immer noch Details sehe, die mir entgangen sind, wie zum Beispiel der Schlüssel bei Salandril, den ich da bei ihm kaufen kann. Und den Almanach in den Katakomben, den ich vergessen habe zu lesen. Ja, mein Herrgottsheiligs Blechle. Das muss ich auch noch Mora. Gut, dann gehen wir erstmal in die Oberstadt zu Salandril. Salandril. Cooler Name. Das kann man sich wenigstens gut merken. Die Orknamen kann man sich nicht so gut merken. Schwomchok, Pomchok, Lokbok, Olibok. Jetzt bin ich wieder zu weit. Nee, hier ist Wambo. Wambo, Wambo. Weiß nicht, der kommt mir irgendwie so Wombat vor. Wombat. Ach, die Wombats. Aus den 70er, eine Kinderserie. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. So, Salandingels Tränke. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und, Amulett der Flammen. Schutz vor Feuerzähnen. Cool. Aber hier Salandrils Türschlüssel. Öffnet die Tür in Salandrils Haus. Kostet? Nichts? Tatsache. Okay. Zwei Fragen. Erstens, wieso ist sein Schlüssel in seinem Inventar drin? Und zweitens, ein Zimmer vermietet er ja wohl nicht. Und drittens, das sollen eigentlich zwei Fragen sein. Warum? Warum hat er diesen Schlüssel im Inventar? Gut, haben wir wieder einen Silberkelch. Ich speichere mal lieber ab. Gut, was haben wir denn da für Süppchen? Tomatensuppe. Oh, lecker. Nehmen wir doch alles. Ach, da war die Suppe. Die Schüssel auf dem Teller. Ja, Brust. Oh, kann man sich die Schuhe mal putzen. So, die Truhe wird natürlich geschlossen sein, die wir dann wieder mal knacken müssen. Fange ich ja schon mal mit der ersten Kombination an. Hörte sich gut an. Jep. Aha. Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel. Das ist ja echt, das ist der Hammer hier, was wir haben. Und zwar Truhenschlüssel von Salandril. Salandril, dem Alchemisten. Jetzt haben wir einen Truhenschlüssel bekommen. Jetzt für die Truhe oder für eine andere? Muss ich mich noch mal ein bisschen weiter umgucken. Dann haben wir hier Ring der Geschwindigkeit 5. Ja, diesen Zettel hat Salandril von Berenger erhalten. Berenger. Berengar. Berenger. Ja, auch lustig. Gibt's hier noch was? Also, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen? Ein bisschen, schwer von Kappes, Salandril, dem kann man aus seinem Inventar seinen Zimmerschlüssel entwenden, kaufen ist ja nicht, hat ja keinen Wert.
Und in seiner Truhe liegt ein Truhenschlüssel voll Saladril drin. Jetzt gucke ich mal, gibt es hier irgendwelche komischen Geheimgeschichten? Man weiß ja nicht, ob sich noch irgendwas öffnen könnte. Nee, tut es nicht. Hier vielleicht? Nein, okay. Okay, vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren schreiben, warum das bei Saladril so ein Spezialfall ist. So, Saladril, ich frage dich nochmal. Zeig mir deine Ware. Okay, hat sich nichts besonders geändert. Jetzt wie auch. So, dann haben wir hier den Alchemietisch. Ach, ich sehe gerade. Dort ist die Truhe. Aha. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe doch tatsächlich oft versucht, um herauszufinden, ob das wirklich der Schlüssel ist für diese Truhe. Und sie ist es auch, nachdem mir Saladril mir das bestätigt hat, indem er mir einen auf die Zwiebel gab. Also, auf den Kopf. So, jetzt sollte ich mal gucken, ob ich... Nee, hier kann ich das nicht machen. Und zwar müsste ich dann eigentlich noch eine Werkbank finden. Weil auch ein Tipp ich bekommen habe, ich sollte doch mal gucken, ob ich Salz zerkleinern müsste, wegen der ganzen Kochrezepte und so. Ich habe mich ja darüber beschwert, dass ich hier nichts kochen kann. Und da sollte ich noch mal gucken, ob... Ich an einer Werkbank, die ich dann auch, wo gucken wir denn mal, bei Torben, glaube ich, ne? Ja, ich weiß, hier gibt es bestimmt auch irgendwo eine Werkbank, bloß ich weiß nicht mehr wo und merke mir das irgendwie auch nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal wieder aufschreiben. Gut. Was noch? Was habe ich denn noch Tolles von euch erfahren? Ja, richtig, hier. Bei dem Bossport, ne? So von wegen, der gibt mir unheimlich viel Geld. Und ich müsste dann halt eben meine Fälle außerhalb einer Truhe aufbewahren, die es allerdings erst in der neuen Version gibt. Und ich habe noch die alte Version. Und deswegen hat es hier keine Truhe. Jetzt versuche ich irgendwie in der Nähe ein Plätzchen zu finden, wo ich meine Fälle sozusagen aufbewahren kann. Jetzt versuche ich mal was. Vielleicht klappt das, ja? Das könnte klappen. So, jetzt steige ich mal bitte da drauf. Und... Oh! Das war jetzt nicht geplant. Okay, einen Versuch mache ich noch. Und... Zack! Nee, da komme ich nicht hin. Was habe ich wohl vor? Ja, Leute. Blöd, ne? Ich wollte nämlich einfach aufs Dach klettern und da meine Sachen ablegen. Aber gucken wir nochmal. Aber erstmal zur Werkbank. So, ich habe eine Werkbank gefunden. Hab noch einen kleinen Exkurs gemacht. Aber es geht mir darum, erstmal Salzbrocken zu zerkleinern, damit ich wirklich mal was kochen kann. Ich habe nämlich 90 Salzsteine und könnte jetzt mal ein paar Salzsteine zerkleinern. Und zwar machen wir nicht zurück. Sördele, nochmal. Ich würde mal sagen, machen wir mal 3 Stück insgesamt. Also, dann haben wir 30 Salz. Nee, 300 Salz. Okay, dann geht's wieder zurück. Ich habe mich auch umgezogen, wie ihr seht. Und dann geht's wieder zurück. Wo wollen wir denn mal hin? Zum Kloster. Genau. Weil da kann ich kochen. Da ist das Skript mit dem Kessel gemacht worden. Jetzt habe ich auch Salz. Ich gucke mal lieber nochmal im Inventar unter Verschiedenes, ob das dann auch wirklich da ist. Ja, ist es. 300 Salz. Bum, 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 bum. Kochkessel im Kloster hat die Funktion. Gucken wir mal eben. Hier sind Stampfer-Heinis. Und da ist der Kochkessel. Aber erstmal will ich wissen, was man hier am Stampfen lassen kann. Okay, da war ja alles mal mit Weintrauben gefüllt. Ach ja, eine Flasche Wein füllen. 10 Flaschen Wein füllen. Okay, ein Ende gibt's hier nicht. Oh ja, wollen wir mal 10 Flaschen Wein füllen. Sicherheitshalber, ne? So als Wegeproviant. Jetzt aber mal, endlich mal was kochen. Oh, ich habe jetzt Salz zerkleinert. Ganz viel Salz. Fischsuppe koche. Na also, läuft doch. Käsesuppe, Bauernkäse, Bauernkäsesuppe. Oh, Schinkes. Oh, Leute, ich werde mir jetzt was zusammenkochen, Leute. Dann melde ich mich wieder.
Leute, jetzt habe ich es endlich geschafft. Hab alle möglichen Suppen, die es zur Verfügung gab, immer schön einzeln oder mal maximal 5 Tellerches. Ja, 173 Fischsuppe, ja, da kam es immer nur 5er-Gruppen. 21 Fleischsuppen und so weiter und so weiter. Also jede Menge Süppchen. Endlich mal wieder was im Vorrat. Suppi. Leute, ich habe noch nicht mal ein Rezept für Apfelkompott. Bei irgendwem muss ich den Apfelkompott noch lernen, kaufen. Also das ist ja nicht zu fassen. Okay, jetzt gucke ich mal eben runter nach dem Almanach. Überspringe ich auch, bis ich den habe. So, da ist er, ne? Schauen wir mal, ob das was bringt. Ich hoffe, dass die Kuppel des Erz von dem Zugriff Belias zu schützen vermag und so weiter. Okay. Diesen Text kann man sich ja im Off nochmal angucken oder bei gedrückter Pause-Taste. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ja, jetzt geht es wieder zurück zu Corines, nach Corines zu Lord André, weil ich da ja schließlich noch was zu erledigen habe. Da geht's. Na, ich spring mich mal wieder. Ich spring mich mal rüber. Was ein Schiedwetter doch. Was ein Schiedwetter. Denn bei Lord André, der jetzt um diese Uhrzeit bestimmt schläft, oder schon schläft, kann das sein? Oder oben zumindest, sich ausruht. Komm, hoffe ich doch. Ja. Oh, er sinniert gerade. Jetzt bin ich gespannt. Hey du! Wegen der Diebesgilde. Wegen der Diebesgilde von Corines. Ja? Ringaro und Nagor nicht anzeigen. Ringaro und Nagor anzeigen? Ich mach das mal. Ich wollte melden, dass der Bürger Ringaro Mitglied der Diebesgilde von Corines ist und den Händler Jora ausgeraubt hat. Außerdem ließ der Bürger Nagor den Händler Lutero bestehlen. Ich danke dir für diese Mitteilung. Wie gerne würde ich den Dieben das Handwerk legen. Doch leider muss ich mich zurzeit um weitaus wichtigere Dinge kümmern. Am besten gehst du zu Wambo, der in der Oberstadt Wachdienst hat, und meldest ihm, was du in Erfahrung gebracht hast. Er hat sich schon früher mit den Aktivitäten der Diebesgilde beschäftigt und kann dir sicher weiterhelfen. Aha. Hey du! Okay, interessant, den Wambo. Aber trotzdem, ich möchte erstmal eine Runde schlafen. Aha. Er hat sich aber auch sehr neutral ausgedrückt, der Roland. Als er die beiden angezeigt hat. Das war ja mal wieder interessant. So, wen haben wir denn hier? Stadtwache. Der Wambo war doch auch noch irgendwo vor der Tür. Der Wambo, der war doch im Oberdorf oder was oder wie? Natürlich war er das. Okay. Da ist er ja immer noch und hält Wache vor dem Durchgang. Was machst du hier? Ich komme von Lord André. Wie ist die Lage? Machen wir das mal. Ich komme von Lord André. Er sagte mir, dass du mir weiterhelfen könntest. Um was geht es? Ich bin der Diebesgilde auf die Spur gekommen. So? Was kannst du mir berichten? Der Bürger Ringaro hat den Händler Jora um sein Hab und Gut erleichtert. Und der Bürger Nagor ließ den Händler Lutero bestehlen. Interessant. Aber hast du auch Beweise? Ich war Zeuge, als hiervon die Rede war. Du warst Zeuge? Wie kam es dazu? Oh, sehr spannend. Sehr gut. Ich bin mit dir. Natürlich nicht. Nein. Ich habe deren Gespräch rein zufällig mitbekommen, als ich in der Hafenstadt unterwegs war. Seltsam. Für so unvorsichtig hätte ich die Diebe gar nicht gehalten. Aber na gut, danke für deine Mitteilung. Ja und nu? Ah, ich könnte ihm noch mehr berichten, aber ich guck doch mal lieber erst ins Logbuch. Vielleicht steht da ja mehr. Ja, genau richtig. Also, genau richtig. Ich wollte Ringaro und Nagor anzeigen. Lord André kann sich aber nicht um die Diebesgilde kümmern, da er wichtigere Dinge erledigen muss. Ich soll daher Wambo in der Oberstadt mitteilen, was ich erfahren habe. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass Ringaro und Nagor Mitglieder der Diebesgilde von Corines sind. Was gibt's denn noch? Ich kann dir noch mehr berichten. Dann erzähl.
Auch Mike und Truman gehören zur Gilde. Die Diebe treffen sich um Mitternacht in der Kanalisation. Sehr gut. Dann könnten wir sie gefangen nehmen. Doch halt, kennst du auch die Anführer und Hehler der Bande? Ich hatte es versucht, von Nagur zu erfahren, aber er vertraut mir noch nicht richtig. Ich konnte aber in Erfahrung bringen, dass der Anführer gute Kontakte zu der Miliz hat. Das heißt, es gibt einen Spitzel bei uns? Sieht ganz so aus. Dann müssen wir erst diesen entlarven, bevor wir gegen die Gilde vorgehen können. Außerdem müssen wir auf jeden Fall den Namen des Anführers und der wichtigsten Hehler erfahren. Wenn du also noch weiteres erfahren solltest, lass es mich wissen. Da wir nicht wissen, wer uns bespitzelt, sollten wir vorsichtig sein. Du solltest daher mit niemand anderem über deine Mission reden. Außerdem sollten wir uns lieber woanders treffen, wo uns nicht so viele Leute beobachten können. Am besten treffen wir uns abends außerhalb der Stadt. Sagen wir gegen 20 Uhr? Aber wo? Wie wäre es in der Höhle vor der Stadt? Und zwar dort, wo sich der alte Teleporter befindet. Oh, ja, das ist eine gute Wahl. Einverstanden. Interessant, ne? Wegen der Diebesgilde von Corinnes. Ich sagte dir doch, dass wir... Rede ja, mit ja, mir. Ja, okay. Verstanden. Das ist ja interessant. Also, wir müssen also noch weiter bespitzeln. Also die Diebesgilde, das ist ja irre. Gucken wir mal, wie spät wir es haben. Wir haben 9:02 Uhr. Und dann könnten wir doch eigentlich mal in den Bergen von Corinnes gehen und das vergrabene Zeug ausfindig machen. Das ist sogar in der Nähe des Leuchtturms. Sippe. So, und soweit ich das noch im Kopf habe, müsste das sehr weit nördlich sein. Gucken wir mal auf der Karte, da ist sie nämlich schon. Ganz da oben an der Küste, werde ich da mal da hinfetzen. Einfach so mal auf direkten Wege. Oh, das ist echt dull, hier gibt's keinen mehr. Doch, bin mal gespannt, ob noch einer ist. Muss doch noch hier einen geben. Bitte sei da. Die alten grauen Zellen sagen auch, dass hier... Nee. Hä? Okay, es ist etwas anderes. Ah. Okay. Aber weiter jetzt mal hier im Prospekt Richtung Norden zum begrabenen Schätzle. Okay, sind wir mal durchgeklippt. Bin ich mal gespannt, ob es da irgendwie was Neues gespawnt gibt. Efentefell? Wieso sage ich immer Efentefell? Ja, das ist also wieder so eine Eigenkuriosität von mir. Oh, war ja. Entweder hier oben oder weiter unten. Es kann natürlich auch unten sein. Eine Innerstatue. Habe ich denn heute schon gebetet? Yep. Perfektor. Heute noch nicht gebetet. Also einmal beten pro Tag an irgendeiner x-beliebigen Statue gibt nur einmal einen Stärkepunkt. Ja, okay. Inwieweit sind wir denn jetzt dem Kreuz näher? Yeah. So. Oh, ich bin gespannt. Aha. Am Strand vielleicht da ohne? Gucken wir mal. Ah ja, das könnte da unten sein. Hä? Jetzt wird's aber ulkig. Geht ja nur irgendwo hier rum. So. Inwieweit? Oben. Da oben oder wie? Aha, hier wird es niedriger. Das müsste denn, wenn dann, hier oben sein. Ja, das muss hier oben auf dem Klotz sein, hier auf dem felsigen Felsklotz. Ahahaha, wie kommen wir jetzt hoch? Nur das wird natürlich ein langer Fahrt sein, um da oben hochzukommen. Es gibt ja auch keine Treppe oder sowas in der Art, jedenfalls sehe ich das nicht so. Aha, aha.
Aha, hier könnte man aufsteigen. Hier ist sogar ein direkter Aufstieg. Haha. Hier komme ich hin. Aber dann ist da wieder nichts. Ich bin immer ganz weit von dem Dings weg. Also ich muss mich immer schön links halten. Hahaha. Hahaha. Nein. Ich glaube, das ist hier, wäre jetzt der falsche Ansatz. Oh, liebe Leute. Wo ist der Schatz? Irgendwie, okay, versuchen wir es mal hiermit. Dass ich eventuell hier hoch käme, komme. Nein? Wieso nicht? Komme ich nicht hoch? Hä? 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 Ich melde mich. Gehen wir doch mal ganz runter. Soweit ich mich erinnern kann, dürfte hier irgendwo an der Küste dieses alte Piratenschiff sein. Und irgendwas mit Sumpf. Ah, das ist also so lange her. Also ergo müsste ich hier nochmal... Ah ja, das ist es. Oha. Okay, mal lieber scouten hier. Und diese Schrecksekunden. Immer diese Schrecksekunden. Okay, dann wollen wir lieber speichern. Da war ich der irrigen Meinung, dass ich dann in den Bergen mal eben bis um 20 Uhr den Schatz abklopfen könnte. Aber nee. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Aber bis dahin können wir dann noch hier was machen. Treffe ich den eigentlich? Durch das ganze Dickicht? So mache ich mich eigentlich mit Pfeil und Bogen aufmerksam. Wieso gehe ich... Oh, nicht da direkt hin. Oh, Leute. Immer die gleichen Geschichten. So. Zack, zack. Jetzt aber bitte sehr. So, wo ist er? Irgendwo muss ich ja sein. Oh. Oh. Ja, ne, also wir beide stehen mal so ebenso nebeneinander. Okay. Hauen wir eine Platt. Oh, da ist noch ein Lurker da hinten. Okay. Schön. So, dann haben wir hier noch jede Menge. An, Bananen. Und ein Giftlurker. Hauer, hauer, popauer. Naja, hat mich aber nicht irgendwie beeindruckt. Das heißt, hier gibt's wieder was Neues. Schön. Moment, da war noch was. Noch ein Varan. Okay. Supi. Dann werden wir mal in die Richtung laufen. So als kleines Intermezzo, bevor wir uns mit Wambo treffen. Ich hoffe, das, was wir noch hier heute in dieser Folge hinkriegen. Dann bin ich auch mal gespannt. Ach, da hinten ist er. Okay. Guckt mal, der hält hier Wache. Der hält hier einfach mal so Wache. Ach, was soll's. Komm erst mal an hier. Treffe ich denn nicht? Das ist auch so weit bekloppt. Zweimal daneben. Tja, und was noch? Was noch? Ob es hier noch irgendwen gibt? Bestimmt. Giftlörkerchen. Ah. Nasse Füße gekriegt. Noch ein Giftlurker. Och ja. Hm. Ja, okay. Komm erstmal an. Ist der jetzt hin oder was? Woanders hingegangen? Also hier gibt es noch jede Menge zu holen. Sehr schön. Okay, der ist hin. Den habe ich wohl irgendwie hier doch. Der ist irgendwie weggekloppt. Ich habe keine Ahnung. Roland auf Abwägen. Wir jagen uns da drüben voll. Ah, das ist echt ein Dickicht hier. Trotzdem immer schön gucken, ob es was Neues gibt. Uah. Und vor allem hier gibt es diese Pflanzen, die so blöd klippen hier.
So, da. Oh! Das war nicht gut, das war nicht gut. Ich habe nicht gespeichert, das war nicht gut. Alle, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass ich diese Waldgolems überhaupt nicht abkann. Oh Mann. Ich glaube, ich werde mir doch ein bisschen schnell speichern. Oh, es geht gleich los. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und wo kommst du? Ach, von rechts. Oh, der ist schon mal verletzt. Hab ich das eben mit meinem Giftpfeil gemacht? So, okay. Da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Versuch auszuholen. Ich hole auch aus. Bin nicht getroffen worden von ihm. Und schon gibt es wieder ein bisschen Baumstämme und Holzscheite. Mann, oh Mann, oh Mann. Jeder kennt das. Hier ist noch ein Giftlagerchen. Also, bist du jetzt hin? Das war doch der von eben. Ist der weg? Hm. Irgendwie ein Fehler. Okay, weiter gucken. Gut, dass es Teletransportationsruhen gibt. Ah, hier, hier hänge ich, hier hänge ich. Das ist natürlich nie so pralle. So, da hinten gibt es noch ein bisschen Giftlurkertjes. Zwei sogar. Na, jetzt. Na, der ist noch weiter weg. Noch ein. Das geht richtig easy heute. Oh! Easy! Was erzähle ich denn da hier? Oh, 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 da sind jede Menge. Oh, oh. Holzauge sei wachsam. Das war ja ein Hinterhalt. Das war vielleicht ein Hinterhalt. Verdammt. Okay, dann machen wir das mal hier auf direkten Wege. Oh, oh, und wieder so ein. Sehr schön. Ja, mal eine Runde schwimmen. Wie wäre es mal mit Hallo? Ja, genau, richtig. Oh, jetzt kommt noch der Lurker hier an. Und ich bin sehr, sehr verletzt. Ich kann hier nicht anlanden. Oh, Leute, wir kommen heute nicht mehr zu Wambo. Zum vereinbarten Verabredung. Das ist echt schlecht. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Weil ich möchte hier noch ein bisschen aufräumen. Mich mal frisch machen. So, reorientieren wir uns nochmal zurück. Wo waren denn die ganzen Lurkertjes? Die waren ja hier irgendwo. Und da ist der Waldgolemsi. Haha. Okay. Da ist er. Oh. Gucken, ob er. Okay. Gott, ich kann ihn mit dem Giftpfeil sogar schwächen. Und den haut's zurück? Okay. Auch gut. So, dann haben wir hier noch einen Giftlurker irgendwo. Also jede Menge sogar. Ich sehe sie nicht. Oh, wo, wo? Da! Oh. So. Gut. Gib dem Klörker Haue. Gib da dir eine Giftklaue. Irgendwo war doch noch wer. Hm. Da. Okay. Waren das jetzt die letzten, liebe Freunde? Out eines Reptils. Oh, ich gucke ein bisschen hier über den Rahmen hinweg. Okay. Leute, schade, ich wollte noch zu Wambo. Gucke ich mal, ob ich hier weiterkomme. Ja, also zu Wambo werden wir dann zu gegebener Zeit, weil es ist ja noch Mittag hier in dieser Folge, uns teleportieren. Gut,
haben wir mal so einen Exkurs gemacht auf der Suche nach dem Schatz, den wir nicht gefunden haben. Der ist ja in den Bergen. Ich glaube, ich muss da woanders hin und da mal suchen, wo der Schatz sein könnte. Also bis dann und später. Ja, ein Sätzchen und ein Däumelchen. Ich bedanke mich. Tschüss.